Vor 11 Jahren kaufte der Berliner Unternehmer Hamid Jada in Tegel ein Haus in der Budestraße, das schon rein äußerlich Fragen aufwirft, mit Fenstern zu bisher unbekannten Räumen. Im Erdgeschoss nur die leere Fläche eines ausgezogenen Supermarkts. Aber Jada wusste damals schon mehr. Der Makler hat mir das Erdgeschoss gezeigt. Der meinte, ja wunderbar, kann ich jetzt mal endlich den Saal sehen? Und dann meinte, ja bitte, bringt mich zum Hinterhof, bringt eine Leiter und meinte, Sie müssen aufs Dach klettern durch das kleine Fenster und dann kann man den Saal sehen, weil der Saal hat keinen Zugang. Dann der erste Einblick. Das waren einmal Trapps Festsäle, Baujahr 1906. Doch schon vor dem Krieg hatte es sich ausgetanzt. Der Ballsaal wurde Kino. Liegen gebliebene Zeugnisse dieser Vergangenheit, so die Genehmigung der französischen Schutzmacht zum Betreiben des Kinos Filmpalast von 1959. Und hier der Film Sonderdienst von 1955. Ältere Tegeler erinnern sich noch an den blauen Saal. Das war früher hier mal ein Kino, ein Spielkino. Waren Sie auch drin? Ja. Und das war mal das Filmeck. Ja, genau. Genau. Nach dem Kino und vor dem Kino konnte man hier ganz entspannt Getränke zu sich nehmen. Unklar, was diese Herren vor dem Filmeck damals trieben. Der Wirt erzählte Jada beim Kauf schon von einem verschwundenen Saal. An der Kneipenwand alte Fotografien. In den 1960er Jahren fiel dann auch für das Kino der letzte Vorhang. Vor fast 60 Jahren wurde dann eine Zwischendecke eingezogen, die Tür nach oben verrammelt. Und 11 Jahre hat Jada nichts verraten. Die ersten Pfeiler konnte man im Supermarkt noch sehen, ne? Nur diese, genau, diese Rückstände. Das andere ist alles verdeckt. Das heißt, es war 60 Jahre vergessen. Und das Interessante war, die Leute hier, die beim letzten wieder gearbeitet haben, die Angestellten, die haben ja 20 Jahre hier gearbeitet und wussten nicht, dass Überdeth ein so schöner Saal ist. Und jetzt, wo Jada investieren will, geht er damit an die Öffentlichkeit. Diese Entdeckung weckt dann auch das Interesse des Landeskonservators. Das hier hatte er nicht auf seiner Liste. Das ist ein Objekt, was noch nicht denkmalgeschützt ist. Wir werden uns das jetzt anschauen, das ist ja unsere Aufgabe. Aber wir kannten das noch nicht. Also man kennt natürlich die historischen Fotos, die waren bekannt. Aber dass das noch da war, ich glaube, das wusste fast keiner mehr. Als neuer Mieter will der Boxprofi Ali Ak hier ein Trainingscenter einrichten. Das heißt, wir werden hier einen Boxring haben, einen professionellen Boxring, 5x5 Meter. Diese Empore, da kommen Kardiogeräte hin. Da, wo die Bühne ist, machen wir einen kleinen Fitnessbereich. Also keine Renaissance des Ballsaals, sondern ein Boxsaal wird hier im Juni in Tegel eröffnet.